Hey Leute, Genox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und ich zeige euch heute die Runcam Scopecam 2. Falls man sich entscheidet, seine Airsoft-Gameplays aufzunehmen, entweder für YouTube oder einfach für sich selbst oder Freunde und Bekannte, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Kameras. Die ganz klassische und einfachste Perspektive ist die Ich-Perspektive, die First-Person-View oder auch FPV. Da gibt es ganz unterschiedliche Kameras. Ich hatte damals eine AS200V von Sony. Die hat diese Bauform, die ist schmaler als die Bauform, die ihr kennt, zum Beispiel von GoPro, und die habe ich hier an der Seite befestigt. Als ich damals Actioncams verglichen habe, dann hatte die hier eine bessere Lowlight-Performance, die war besser im Dunkeln, wo wenig Licht ist, als die GoPro bei einem vergleichbaren Preis. Vorteil bei der hier, ich bin Rechtshänder und mein rechtes Auge ist mein dominantes Auge beim Zielen. Das bedeutet, wenn ich an einer Deckung vorbeigeschaut habe, dann konntet ihr als Zuschauer auch sehen, was ich sehe. Nachteil ist, wenn ich auf der linken Seite von einer Deckung vorbeigeschaut habe, dann konntet ihr natürlich nur die Deckung sehen. Irgendwann habe ich meine Maske gewechselt. Grund dafür, diese Maske hat angefangen zu beschlagen. Auch wenn ich hier oben Ventilatoren und hier hinten eine Powerbank dran habe, irgendwann hat es angefangen hier oben zuzulaufen und es hat mich so genervt. Da bin ich geswitcht auf meine, die kennt ihr auch, Bunker Kings. Die Bunker Kings ist etwas weicher und die hat keine Möglichkeit, hier an der Seite eine Kamera zu befestigen. Und gleichzeitig ist auch noch meine AS200V gestorben. Da ging gar nichts mehr, die ging immer wieder aus. Dann habe ich mich mal für eine GoPro entschieden. Die habe ich ganz günstig bekommen und die kann man hier jetzt auch mittig befestigen. Die Ich-Perspektive, die First-Person-View, ist meistens die erste Kamera, die man sich holt. Die zweite Kamera, die man sich holt, ist meistens die Selfie-Cam. Die Selfie-Cam wird vorne an der Airsoft befestigt und die Selfie-Cam schaut in eure Richtung. Die nimmt meistens so den Kopf und den gesamten Oberkörper auf. Der Sinn einer Selfie-Cam ist, eure Aufnahmen, euer Footage noch ein bisschen spannender zu gestalten. Wenn ihr jetzt eine First-Person-View habt und ihr habt eine Scope-Cam, da habt ihr eigentlich schon alles abgedeckt, was an Gameplay aufgenommen werden muss. Aber die Selfie-Cam, die zeigt nochmal euch, wenn ihr zum Beispiel durch ein Fenster klettert, wenn ihr durch Gebüsche durchkriecht oder wenn ihr irgendwo hinrennt. Sieht nochmal ein bisschen cooler aus. Und die dritte sehr wichtige Kamera ist eure Scopecam. Die packt ihr auch auf eure Airsoft drauf und die schaut nach vorne in die Richtung, wo ihr auch hinschaut. Und so könnt ihr einmal eure First Person, wie eure Ich-Perspektive aufnehmen. Und wenn es zu weit weg ist, für eure Hits, die könnt ihr dann damit aufnehmen. Airsoft-Gameplays und Airsoft-Gameplays mit Scopecam wurden sehr groß durch Novrich. Er hatte damals auf seiner Sniper so eine Scopecam. Ich habe natürlich auch eine besorgt und die oben drauf gepackt. Aber erstens, Snipen ist nicht für Anfänger. Also wenn ihr denkt, ihr geht auf ein Feld mit einer Sniper und ihr könnt reihenweise wie Novrich die Gegner rausholen, so einfach ist es nicht. Auf jeden Fall hatte ich mir damals so einen Camcorder geholt. Den kann man natürlich hier aufklappen. Und der hat auch einen digitalen und einen optischen Zoom. Das heißt, die Aufnahmequalität ist ziemlich gut, aber schaut mal, wie groß das Teil ist. Und es gibt auch nicht wirklich Halterungen, um das hier auf seiner Sniper oder auf seinem Gewehr zu befestigen. Ich habe mir damals was gebastelt, damit ich das hier oben drauf packen kann. Das war eine umgedrehte Rail und dann noch ein Rail und irgendwelche Scope-Mounts. Das war ganz komisch zusammengefriemelt. Auf jeden Fall hatte ich immer das Problem, dass wenn ich das Gewehr oder die Sniper irgendwo abgelegt habe, dann musste ich ganz vorsichtig sein, weil manchmal ist es so verrutscht und dann hatte ich das beste Gameplay meines Lebens und es wurde nichts von den Scopecam-Aufnahmen aufgenommen, weil die Kamera schief saß. Das hat mich dazu geführt, dass ich mir dann damals eine Mobius geholt habe. Weil diese Mobius, die hat nämlich so eine Halterung, das kann man da
dranklicken, die ist auch sehr winzig, das ist ein weiterer Vorteil gegenüber diesem riesen Camcorder und auch viel leichter und da kann man es einfach reinklicken. Was mir an dieser Mobius gut gefallen hat, ist einmal die Größe, dann die Haltung, wie ich es angesprochen hatte. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, ist, zweimal hatte ich super Aufnahmen, oder ich dachte, ich hätte super Aufnahmen gemacht, es war auf jeden Fall ein gutes Gameplay. Ich hatte auch auf Play gedrückt, aber mitten im Spiel ist sie einfach ausgegangen. Das ist mir zweimal passiert. Und was mir einmal passiert ist, ist, dass sie einfach aus der Halterung rausgeflogen ist. Ich habe sie natürlich wiedergefunden, aber ich hatte dann ab dem Zeitpunkt Angst, dass ich die Kamera verliere. Mein nächster Schritt war die Runcam Scope Cam. Das wäre dann die erste Generation, wenn das, was wir uns heute anschauen, die Scope Cam 2 ist in der zweiten Generation, dann wäre das hier die erste Generation, einfach Runcam Scope Cam. Und falls ihr euch fragt, was das hier vorne ist, das ist ganz viel Heißkleber, sieht hässlich aus, aber funktioniert. Und hier vorne habe ich eine 3 mm Makrolonscheibe drin. Als ich die hier damals bekommen habe, war hier noch ein Ersatzglas dabei. Das Ersatzglas war innerhalb von 2 Minuten in der Halle in Lauterbach bei 0,5 Joule zerschossen. Aber unabhängig von dem einen zerbrochenen Glas hat diese Scope Cam mich nie im Stich gelassen. Also diese Scope Cam, die ist ziemlich gut. Und was mir hier dran sehr gut gefällt, ist bei der Mobius, da haben wir Scope Cam und Halterung. Das sind zwei unterschiedliche Dinger. Und hier ist Scope Cam und die Halterung 1. Das bedeutet, ihr packt das komplett so auf eure Airsoft drauf. Aber ich höre schon, Geo, genug Blabla, packt das Ding endlich aus. An dieser Stelle vielen Dank an Runcam, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Kamera zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Wir haben hier Runcam, hier an der Seite haben wir Name Camera, Model Scope Cam, Power 5 Volt, Lens 40 mm, 40 mm ist geeignet für Sniper und SIGs, aber dazu sage ich noch mal was zu den Linsen. Dann hier weiter unten haben wir noch was Wichtiges. Das ist 1080p, das ist Full HD, also kein 4K. Und da 60 Frames pro Sekunde bedeutet, wenn ihr das noch halbiert, also halb so schnell macht, Zeitlupe, habt ihr immer noch 30 Frames. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Und so sieht das Ganze von innen aus. Eine Gebrauchsanleitung und wie ihr wisst, braucht kein Mensch. Wir haben hier noch ein USB-Kabel, das sieht so aus und wir sehen USB-C und dann das Spannendste, die Kamera selbst. So einmal die Runcam Scope Cam von der Seite. Dann drehe ich das Ganze nochmal, damit ihr das von oben seht. Hier von dieser Seite. So, ich versuche es mal zu fokussieren, von hinten. Und so das Ganze von vorne. Die Runcam Scope Cam gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Ich habe jetzt die Variante mit 40 mm. Das ist die für Sniper und SIGs. Dann gibt es noch eine mit einer 25er Linse. Die ist für AEGs. Und dann gibt es noch eine kleinere, ich glaube die nennt sich 3,6 mm. Die ist für Pistolen. Je nachdem für welche Variante ihr euch entscheidet, ist dann auch hier vorne die Linse kürzer oder länger, das ist jetzt das längste und die 25er ist ein bisschen kürzer und die 3,6er ist noch kürzer. Die 40 mm Linse, gut für Sniper und SIGs, ist gut für einen Bereich zwischen 30 und 70 Metern. Die kürzere Linse, 25 mm, ist gut für den Bereich 20 bis 50 Metern. Erster Eindruck, fühlt sich sehr robust an. Sie hat ein Gewicht von 135 Gramm, ist natürlich leichter als das hier. Und ein bisschen schwerer als das hier. Die Runcam Scope Cam 2 ist 112 mm lang, 32 mm hoch und 36 mm breit. Ich zeige euch nochmal im Vergleich zum Camcorder. So sieht das Ganze neben dem Camcorder aus. Dann nochmal im Vergleich zum Mobius. So sieht es im Vergleich zum Mobius aus. Auch nochmal von hinten. Und dann nochmal im Vergleich zur Runcam Scope Cam Generation 1. Und das hier ist die zweite Generation. Nicht wundern, das hier ist länger, weil es hat auch eine längere Linse. Ich glaube, hier ist eine 16 mm Linse verbaut, also viel weniger Zoom. Und hier ist die 40 mm Linse verbaut. Die erste Generation hier, die hier, die ist breiter und höher als die Runcam Scope Cam 2. Ich versuche das mal so zu halten.
Aber wenn man die auf den Tisch legt, dann sieht man, dass die hier ein bisschen höher ist, die ältere Generation. Und auch hier von der Breite oben, die erste Generation, ist breiter als die Runcam ScopeCam 2 unten. Schauen wir uns mal das Material an von der ScopeCam 2. Die ist komplett aus Metall. Und was bestimmt viele von euch interessiert, die eine Runcam Lite haben, hier unten die Halterung bei der Lite, die ist aus Kunststoff und die ist sehr gerne abgebrochen. Hier bei der Runcam ScopeCam 2 ist das aus Metall und bei der ersten Generation ist das auch aus Metall. Also sehr robust, hier bricht nichts ab. Und dazu nochmal im Vergleich die Mobius, die wirkt halt nicht so hochwertig, die ist komplett aus Kunststoff. Für die von euch, die sich mit Wasserdichtigkeit auseinandersetzen, die Runcam ScopeCam 2 ist IP64, IP64. Und für alle anderen, wie mich, das bedeutet einfach, dass ihr euch im Regen gar keine Sorgen machen braucht. Das Teil ist wasserdicht. Schauen wir uns mal die Markings an. Wir haben hier auf dieser Seite ScopeCam 2 und auf der anderen Seite auch das gleiche. Hier. Und hinten haben wir eine SD-Karte abgebildet. Runcam und Made in China. Dann schauen wir uns die Kamera mal von vorne nach hinten an. Bei dem Schutzglas hier vorne, das Glas, was die Linse schützt, handelt es sich um Corning Gorilla Glas. Corning Gorilla Glas, das kennt ihr auch als einfach Gorilla Glas. Corning ist die Firma, das ist der Hersteller. Und das Gorilla Glas ist das Produkt, das ist dieses Glas, das ist dieses ganz spezielle Glas. Und das kennt ihr auch, weil das wird auf den meisten Handys als Display verwendet. Der Vorteil von Gorilla Glas ist, dass es viel robuster ist als normales Glas. Das heißt, wenn ihr das fallen lasst, dann zerspringt das nicht so schnell und es ist sehr resistent gegen Kratzer. Bei der ScopeCam Generation 1 wurde kein Gorilla Glas benutzt, es war einfach nur eine ganz dünne Scheibe, die ist direkt zersprungen. Hier bei dem Gorilla Glas könnte ich mir vorstellen, dass das eine Bibi abhält. Ich habe es nicht getestet, von daher keine Garantie, aber ich würde sagen, das wird eine Bibi abhalten. Ich könnte hier eigentlich drauf schießen, aber dann hätte ich da Flecken drauf und dann werden die Aufnahmen, nee, mache ich nicht. Also Runcam, falls ihr wollt, dass wir das mal testen, mit einer Airsoft und BBs bei unterschiedlicher Energie, dann schickt mir nochmal so ein Gorilla-Glas oder nochmal so einen Linsenschutz, dann teste ich das gerne für euch. Die Linse hatte ich angesprochen und je nachdem, welche Linse ihr nehmt, ist das länger oder kürzer. Das ist jetzt die längste Variante mit 40 mm, dann 25 und die 3,6 mm Variante, die ist am kürzesten. Als nächstes schauen wir uns die Befestigungsschraube an der Seite an. Ich zeige euch erstmal die Befestigungsschraube bei der Runcam 1. Die sieht so aus und das ist eine werkzeuglose Schraube, eine Toolless-Schraube. Natürlich kann man hier einen Schlitzschraubenzieher benutzen, aber man kann es auch sehr gut mit der Hand machen und ich mache das hier immer mit der Hand. Und jetzt zum Vergleich mal die ScopeCam 2. Und so sieht das Ganze bei der ScopeCam 2 aus. Hier haben wir so einen Ring, so einen halben Ring eigentlich, wie so ein C. Und da könnt ihr dran drehen und das Ganze befestigen. Welches von den beiden besser ist? Ich habe hier eigentlich noch nie Probleme gehabt, es festzuziehen. Auch mit Handschuhen war es kein Problem. Und hier ist es genauso einfach. Aber es gibt eine Verbesserung. Zeige ich euch mal. Hier haben wir die erste Generation, die Runcam ScopeCam 1. Und wenn wir das ganz aufmachen, dann kann man das hier einfach hin und her bewegen. Hier bei der ScopeCam 2 ist das Ganze gefedert. Bedeutet, wenn ihr hier drauf drückt, weiß nicht, ob man das sehen kann, ich gehe mal näher dran. Das ist gefedert. Bedeutet, auch wenn ihr es noch nicht festgeschraubt habt, hält sich das schon ein bisschen an der Airsoft fest. Das macht das Festschrauben wesentlich einfacher. Eine Sache fällt mir noch auf, wenn ich auf beide drauf schaue von oben. Ich zeige es euch mal. Wenn wir uns hier die ScopeCam 1 anschauen auf dieser Seite, hier haben wir 4 LEDs und die haben mir mal gezeigt, wie der Akkustand ist. 4 komplette LEDs an, bedeutet Akku ist voll. Und wenn nur noch einer an ist, dann heißt es, Achtung, der Akku ist bald leer. Hier bei der ScopeCam 2 habe ich sowas nicht. Aber an der Stelle muss ich sagen, irgendwann bin ich dazu übergegangen, dass ich hier direkt eine Powerbank dran geschlossen habe. Und da war mir diese LED-Anzeige mit dem Akkustand auch egal. Dann schauen wir uns mal den Button und den Schieberegler an. Hier haben wir nochmal die ScopeCam 2 von oben. Wir haben hier einmal diesen Button und einmal diesen Schieberegler. Dieser Button, der ist für WLAN. Wenn man da lange drauf drückt, ich zeige es euch mal. Da bekommt man ein Feedback und die Kamera vibriert dreimal. Und wenn ihr jetzt hier drauf schaut, das hier, das leuchtet, wenn ich richtig sehe, rot und blau. Das bedeutet, sie ist ready und man kann sein Handy damit pairen. Was ihr jetzt braucht, ist die Runcam App auf dem Handy. Die gibt es für Android und auch für iOS. Und hier könnt ihr unterschiedliche Kameras auswählen. Ich klicke mal hier drauf. Da sind jetzt unterschiedliche Kameras zur Auswahl.
und dann wählt ihr hier Scope Cam 2 und dann verbinden. Dann seht ihr hier die unterschiedlichen WLANs und wir hatten ja das WLAN an der Kamera aktiviert. Die Kamera erscheint dann hier meistens unter RC oder Run Cam. Hier sehen wir Run Cam, also RC und dann Scope Cam 2. Ich wähle das mal aus. Zack. Dann bekommen wir nochmal ein Feedback, eine Vibration von der Kamera. Und dann sehen wir, dass es sich verbindet. Und dann erscheint auch schon das Bild, was die Kamera sieht. Ich mache hier mal den Rollo auf. Und jetzt könnt ihr auf dem Handy sehen, was die Kamera sieht. So sieht das Ganze von hier aus. Das Bild ist jetzt weiß, weil ich habe die Kamera wieder auf den Tisch gelegt. Die filmt jetzt einfach nur meine Wand. Hier habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, die Kamera einzustellen. Weißabgleich, Belichtungswert, Kontrast, Schärfe. Ich habe jetzt einfach mal alles auf Standard gelassen. Ich habe da nichts verändert. Aber die wichtigste Einstellung ist hier unten. Zack, ich klicke mal drauf. Hier haben wir das Ganze jetzt in 1920x1080 in Full HD mit 50 Frames pro Sekunde und hier hätten wir eine schlechtere Auflösung, dafür aber mehr Frames pro Sekunde. Bedeutet, man könnte hier eine langsamere Zeitlupe machen, ohne dass das Ganze stockt. Ich lasse es jetzt aber hier auf Full HD mit 50 Frames. Ich habe schon ein paar Mal angesprochen, dass sie kein 4K kann, aber ehrlich gesagt habe ich bisher noch nie ein 4K-Video hochgeladen. Von daher, ich persönlich brauche kein 4K. Full HD reicht völlig. Als nächstes schauen wir uns den Schieberegler an. Der sieht so aus. Und ich zeige euch zum Vergleich nochmal die Runcam Scope Cam 1. Das hier oben ist der WLAN-Button und das hier unten ist der Power-Button oder der Aufnahme-Button. Bei der Runcam Scope Cam 2 wäre das jetzt hier der Schieberegler. Und der Schieberegler bei der Runcam Scope Cam 2 ist auch ein Highlight. Ich sage euch auch warum, weil hier bei der Scope Cam 1 hatte ich am Anfang zweimal den Fall, dass ich hier drauf geklickt habe und ich habe somit die Kamera angemacht. Aber sie hat nicht aufgenommen, weil um dann aufzunehmen, muss man ein bisschen warten, nachdem man sie angemacht hat und dann nochmal draufklicken. Und dann gibt es auch irgendwie ein visuelles Feedback und dann nimmt sie erst auf. Ich habe das dann in den Kameraeinstellungen geändert, so dass wenn ich sie anmache, dass sie direkt aufnimmt. Aber nur mal so als Info. Und hier bei der Runcam Scope Cam 2, wenn ihr das nach vorne schiebt, dann wisst ihr hundertprozentig, die nimmt gerade auf. Natürlich gibt es bei der Runcam Scope Cam 1 hier hinten eine kleine LED, die einem anzeigt, ob sie aufnimmt oder in welchem Status sie gerade ist. Aber draußen, wenn ihr im Wald spielt, bei einem hellen Tag, viel Sonne, da ist es sehr schwer, dieses kleine LED-Lämpchen zu sehen. Ich schiebe mal den Schieberegler nach vorne und mache das Ganze an auf Aufnahme. Die Kamera hat mir jetzt ein Feedback gegeben. Sie hat zweimal vibriert. Das bedeutet, sie nimmt jetzt gerade auf und hier vorne das Lämpchen in dem Button, das blinkt langsam und hier hinten haben wir auch ein langsames Blinken. Das bedeutet, sie nimmt auf. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Hier haben wir einmal den USB-C-Anschluss. Hier drunter ist so ein Gummischutz. Ich mache das mal auf und unter diesem Gummischutz, da kommt die SD-Karte rein. Nochmal ein kleiner Vergleich zur Runcam Scope Cam 1. So sieht die Runcam Scope Cam 1 von hinten aus. Und hier hinten hatten wir so eine kleine Schutzkappe, so einen Deckel. Ich mache den mal auf und da kommt dann die SD-Karte rein und der Akku. Vorteil bei der Scope Cam 1 ist, man kann den Akku rausnehmen und einen aufgeladenen Akku reinpacken. Aber ehrlich gesagt, wie vorhin erwähnt, ich habe hier dann irgendwann einfach eine Powerbank dran gehängt. Und dann konnte ich quasi komplett den ganzen Tag mit aufnehmen. Und eine Sache, die mir bei der Scope Cam 1 nicht so gefällt, ist, es ist sehr friemlig hier diesen Deckel abzunehmen. Einmal muss man diesen Schieber nach da schieben und dann versucht man hier den Deckel abzunehmen. Das geht nicht. Dann versucht man auf der anderen Seite reinzudrücken, damit er sich auf der anderen Seite löst. Dann mit dem Fingernagel rein und aufmachen. Bisschen friemlig. Wenn die Scope Cam 2 komplett leer ist, dann braucht sie 2 Stunden, um sie komplett voll zu laden. Und wenn sie einmal voll geladen ist, dann könnt ihr damit 4 Stunden lang aufnehmen. Vorausgesetzt, ihr habt eine SD-Karte hier drin, die groß genug ist. Hier passt eine SD-Karte mit maximaler Größe von 128 GB rein. Und mit 128 GB könnt ihr locker diese 4 Stunden, wahrscheinlich sogar 8 Stunden voll machen. Wir haben uns die Kamera angeschaut, aber was ist ein Kamera-Review? Wenn man nicht mal ein bisschen mit der Kamera aufnimmt.
Fazit zur Kamera: Die Aufnahmequalität von der Runcam Scopecam 2 gefällt mir sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Halterung unten aus Metall ist und nicht wie bei der Lite aus Plastik. Der Zoom, der 40mm Zoom, der gefällt mir sehr gut. Ideal für Sniper und SAEGs. Wenn ihr Indoor spielt, dann braucht ihr natürlich keine Scopecam. Da könnt ihr vielleicht mal die Scopecam mit der 3,6mm Linse probieren. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass sie sehr robust ist. Sie ist komplett aus Metall. Wenn wir das Ganze jetzt mal mit der Mobius vergleichen, die ist komplett aus Plastik. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn hier eine Sniper drauf schießt mit über 2 Joule, das hält auch nicht ewig. Hier würde ich mir gar keine Gedanken machen. Ein weiteres Highlight ist, wie einfach man die Scopecam 2 mit der Handy-App verbinden kann. Ich war jetzt mehrere Tage unterwegs, habe immer Handy und Scopecam dabei gehabt, angemacht, verbunden und aufgenommen. Ganz easy. Ein weiteres Highlight ist hier der Schieberegler. Bei meiner Scopecam 1, da habe ich diesen einen Button, den drücke ich, dann geht sie an. Da muss man nochmal drücken zum Aufnehmen oder man stellt das Ganze ein, damit sie direkt aufnimmt. Aber man hat nur einen Indikator über dieses kleine LED-Lämpchen, was man nicht so gut sieht im Wald. Hier hat man den Schieberegler, den schiebt man nach oben, nimmt auf, man ist auf der sicheren Seite. Falls ihr noch keine Scopecam habt und ihr sucht eine gute, robuste, zuverlässige Scopecam mit einer guten Quali, dann holt euch die Runcam Scopecam 2. Link packe ich euch unten in die Infobox. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach der richtigen Scopecam. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Alle meine Enten schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schönchen in der Höhe. Thank you.